Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Blumiologie-Box von Blumio. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Blumiologie von Blumio, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das vierte Album von Blumio. Wir haben hier auf dem Cover das Gesicht des Künstlers, das hier mit bunten Verzierungen daherkommt. Also in diesem Gesicht spielt sich echt einiges ab. Wir haben hier unter anderem eine Bank, einen Drachen, Halbmond, Kreuz, also religiöse Symbole, einen Atompilz, einen Bomber. Also hier ist echt einiges los. Japsen Soul präsentiert, das ist das Label von Blumio. Blumiologie Limited Boxset. Blumiologie-CD, Instrumental-CD, T-Shirt, Tourposter, Autogrammkarte, Button, Sticker. Hier unten rechts dann nochmals der Blumiologie-Schriftzug. Rechts ebenso. Links ebenso. Auf der Oberseite nochmals das Cover. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier auf diesem Album 13 Tracks. Features kommen von Habesha, Echo Fresh, Rosa und Ado Kojo. Nochmals der Boxinhalt, die Beteiligten und ein Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, beziehungsweise, ja, so sieht das Ganze von unten aus. Schauen wir mal rein. Was man zur Box sagen muss, die ist sehr dünn. Also man sieht es hier schon, es sind diverse Knicke und Risse drinnen, ja. Es ist eine sehr dünnwandige Pappbox, also eine ganz klapprige, dünne Pappbox. Wir haben als Inhalt hier einmal das Shirt, dann haben wir das Poster, eine Autogrammkarte, das Album, dann dürften das hier die Instrumentals sein und zum Abschluss haben wir dann auch noch einen Sticker. So, ah ja genau, der Button, der ist natürlich auch noch drin. So. Box packen wir mal zur Seite und dann starten wir mit dem Album. Der Rest kommt hier noch auf die Seite. So. Gut, also so sieht das aus. Blumiologie, das Cover, wie auch schon auf der Box zu sehen. Japsen Soul präsentiert Blumiologie. Das Ganze kommt in einem Jewel Case. Hier auf der Seite ist nichts weiter. Dann lesen wir hier den Albumtitel, Blumiologie. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist nochmals. Also wie gesagt, 13 Tracks mit insgesamt 4 Features. Beteiligte und Barcode bedeutet, das Album gibt es auch regulär zu kaufen, nicht nur als Box. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes haben wir hier das Booklet. Auch hier nochmal die Tracklist. Dann haben wir hier Blumio dreifach abgebildet. Okay, direkt zum Anfang die Credits, das ist ungewöhnlich. Also hier sehen wir, wer an dem Album beteiligt war, wer hier mitgewirkt hat. Dann ein sehr farbenfrohes Artwork. Eine Danksagung. Dann das Auge von Blumio in Nahaufnahme. Schriftzeichen. Und Social Media bzw. Internetauftritte von Blumio. Gut, das war's zum Booklet. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus. Hier auch wieder dieses farbige Gesicht und dann der Blumiologie-Schriftzug senkrecht. Und dahinter auch nochmals der Interpret zu sehen. So, dann packen wir die CD zur Seite und kommen zu den Instrumentals. Die kommen hier in einer Papphülle, das Cover allerdings hier in Schwarz-Weiß. Instrumentals, 13 Tracks sind es geworden, also von 13 Albumtracks sind 13 Instrumentals, bedeutet keine Skits oder sowas. So sieht die CD aus, in Schwarz und Weiß und wie gesagt in einer Papphülle. So, als nächstes haben wir hier einen Sticker, einen quadratischen Sticker, hier auch nochmal das Albumcover drauf.
einmal vorhanden. Dann haben wir mit dabei einen Button. Hier haben wir scheinbar auch Blumio angedeutet. Wir haben hier einen weißen Kreis und oben so einen schwarzen Strich. Also das soll wohl die Frisur, den Irokesen von Blumio darstellen. Das Ganze hier auf diesem Button verewigt. Den könnt ihr euch an die Kleidung oder an den Rucksack machen. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Das Bild kennen wir bereits aus dem Booklet. Hier Blumio in dreifacher Ausführung. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir nochmals das Album-Artwork, also das Album-Cover, ebenfalls im Hochformat. Also das Poster beidseitig bedruckt und beide Male im Hochformat. Und ebenfalls im Hochformat kommt diese Autogrammkarte. Auch hier wieder der dreifache Blumio mit Blumio-Unterschrift. Und er hat uns hier sogar sein Gesicht gezeichnet. Also hier die beiden Striche sollen wohl die Augen darstellen. Dann haben wir den Mund und natürlich die ganz eigene, die charakteristische Frisur, die hier auch dargestellt wird. Auf der Rückseite haben wir die Tourdaten. Also das war die Blumiologie-Tour 2015. Ziemlich viele Dates. Okay. Und als letzten Boxinhalt haben wir ein Shirt mit dabei. Das Shirt kommt in schwarz. Und dann haben wir hier mittig im Brustbereich das Logo, dieser weiße Kreis hier, dieser gefüllte Kreis mit dem schwarzen Strich da oben, mit diesem Balken und dem Blumio-Schriftzug daneben. Das kennen wir schon von dem Button, also der Button und das Shirt 1:1 im selben Design. Rückseite ist blank schwarz, hier gibt es sonst nichts weiter. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann die Autogrammkarte hier mit Unterschrift und kleiner Zeichnung im Hochformat. Das Poster beidseitig bedruckt, jeweils im Hochformat. Der Sticker, der Coversticker quadratisch. Der Button mit diesem Lumio-Logo. Die Instrumentals in der Papphülle mit 13 Tracks. Sowie natürlich das Album an sich mit 13 Tracks und 4 Features im regulären Jewelcase. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Blumiologie von Blumio. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Blumio unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.